mit einer Schweigeminute für die mehr als 27.000 Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat im spanischen Sevilla nach 3 Monaten Zwangspause das erste Spiel von La Liga stattgefunden. Das Derby im Top-Profi-Fußball gewann der FC Sevilla gegen Real Betis Sevilla mit 2:0. Wie in der Bundesliga gab es keine Zuschauer. Doch in Spanien wird diskutiert, ob noch vor dem Ende der Saison etwa ein Drittel der Plätze in den Stadien wieder besetzt werden können. Vor dem Match trugen alle Spieler Masken und hielten die Abstandsregeln strikt ein. Viele Fans verfolgten das Match in einer der nach der langen Ausgangssperre seit März erst vor wenigen Wochen wieder eröffneten Kneipen.